Oh, nice. Geil, erstmal ein Selfie. Hammer. Wow. Direkt erstmal mit den Schulden flexen. So, hier haben wir die Nuke-Meilen. Nuke-Meilen, du hast dich für ein Nukes-Meilen-Programm angemeldet. Du kannst durch die Teilnahme an Aktivitäten auf der Insel Nuke-Meilen verdienen. Danach kannst du sie im Nuke-Portal im Service-Center gegen exklusive Vorteile und Produkte tauschen. Kostet das Insellabel voll aus. Hol dir Nuke-Meilen. Florida in Sicht. Meilen erhalten. Vielen Dank für die Teilnahme an Nukes Reihe für die Inselpaket. Für den Flug zur Insel erhältst du deine erste Nuke-Meile. Neuer Titel verfügbar. Nuke-Meilen erhalten. 500 Stück. Ist das jetzt gut oder schlecht? Angelmeister. Angeln ist auf einer einsamen Insel eine lebenswichtige Fähigkeit. Ja, ja. Nuke Inc. ermutigt alle Siedler, die sich auf den langen Weg zum Angelmeister begeben. Soziales Tier. Nuke Inc. begrüßt es, wenn die Bewohner sich möglichst viel grüßen. Am besten solltest du jeden Tag allen deinen Nachbarn zumindest mal kurz Hallo gesagt haben. Insektenjäger. Verdiene dir Meilen, indem du Krabbeltiere fängst. Je mehr du erhaschst, desto weniger werden deinem Nachbarn... Was, wenn deinen Nachbarn aus der Sockenschublade entgegenspringen? Je mehr Blumen hier wachsen, desto schöner ist unsere Insel. Deshalb verleihe ich den fleißigsten Blumenpflanzern die begehrten Nuke-Meilen. Für den Verkauf einer bestimmten Menge Obst bekommst du Meilen. Kleiner Tipp, auf anderen Inseln wird dir teilweise mehr für die Früchte bezahlt, die unsere Spezialitäten sind. Muschelsammler, können Muscheln, merke dir, welche Muscheln am meisten wert sind. Okay. Die Grundlage eines schönen Zuhauses sind Möbel. Umgib dich mit möglichst viel, das dir im Alltag Freude macht und erhalte obendrein einen Meilenbonus dafür. Fotofreund, oh, wir können unsere Fotos hier, weil wir Fotos gemacht haben. 300 Nuke-Meilen, hey. Geil. Passt schon. Einige Einträge auf deinem Pass kannst du jederzeit selbst anpassen. Wer seine Ausweisdokumente so auf dem neuesten Stand hält, wird mit den begehrten Nuke-Meilen belohnt. Ja, ja. Was für ein Brett. Der erste Eintrag auf deinem schwarzen Brett muss belohnt werden, mit Meilen natürlich, denn der Schlüssel zu einer erfolgreichen Gemeinschaft ist Kommunikation. Hä? Landschaftsgestaltung. Du weißt, dass du Möbel im Freien aufstellen kannst? Hm? Als Anreiz bietet Nuke Inc. Meilen für alle, die unsere Insel mit vielen Möbeln schmücken. Erstes eigenes Design. Mit der Design-App kannst du Kleidung und Möbel nach deinem eigenen Geschmack gestalten. Viel Spaß mit dieser tollen Funktion. Erhältlich auf deinem Nuke-Phone. Okay. Okay, hier gibt es jede Menge noch später, was man hier noch machen kann. Krass. Puh. Okay, okay, okay. So, da können wir Designs machen. Das ist jetzt aber erstmal unwichtig, glaube ich. Diese App lässt sich eigene Designs erstellen, die du auf den Kleidung tragen kannst oder auf der Insel auch. Ja, okay, gut. Das ist jetzt erstmal... man kann sie mit anderen Inselbewohnern teilen. Jo. Möglicherweise können andere Spieler beim Spielen im Netzwerk deine Designs sehen, zum Beispiel, wenn du eine andere Insel besuchst. Okay. Bitte erstell kleine Designs, die die Rechte anderer verletzen. Okay, das ist eh klar. Verwende keine privaten Informationen von dir oder anderen und keine Beleidigungen, keine beleidigenden Bilder oder Worte. Okay. Flugzeugflagge, okay, hier kann man Designs machen, alles klar. Das machen wir später irgendwann mal. Ah, hier haben wir auch die Karte jetzt, easy. Hier siehst du die Insel, auf der du dich gerade befindest. Außerdem kannst du mit Hilfe von X einstellen, ob dir eine Minikarte angezeigt werden soll, während du auf der Insel unterwegs bist. Ah ja. Ich lasse die mal immer an. Jetzt für den Anfang zumindest. So, dann haben wir noch unseren Pass. All deine Passdaten sind hier gespeichert. Diese Informationen können von anderen Spielern gesehen werden, okay. Du kannst dein Foto, deinen Titel und deinen Kommentar jederzeit ändern. Werde nach Herzenslust kreativ. Ja, also das Foto finde ich schon mal super. Topic. Einsame Insel Insulana. Florida. Kirschen. Toll. Toll. Notrettung. Dieser Dienst rettet dich, wenn dein Weg versperrt ist und du nicht mehr weiter kannst. Du wirst nach Hause oder ins Service Center gebracht. Die Nutzung dieses Dienstes kostet Nuke-Meilen. Okay. Notrettung rufen. Nein. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Dankeschön, Jonas, für dein Geschenkstab. Vielen, vielen Dank. Okay. So, wir gucken mal, wir haben hier im Briefkasten eine Nachricht. Was steht denn da drin? Hallo. Lieber Tobik, vielen Dank für das Herunterladen des Updates. Um uns erkenntlich zu zeigen, möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Bis zum nächsten Update. Ja, was denn? In die Tasche. Okay. Alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. Okay, wir haben zwei Geschenke von Nintendo erhalten.
Geschenk. Auspacken. Eine Nintendo Switch? Wie geil. Das ist ja cool. Ach, das ist wahrscheinlich einfach nur Design, ne? Das ist ja geil. Die geht sogar an. Ja, ich hab's gesehen gerade. Voll cool. Und was ist das? Eine Oh, eine Werkbank? Ist das eine Anleitung fürs Basteln? Wie soll man sich denn... Wie soll man sich das merken? Ja, indem du es vielleicht einfach liest. Was ist mit dir? Na, egal. Okay, okay, okay. Ja, die Frage ist, was macht man jetzt? Kirschen sammeln. Kirschen sammeln finde ich erstmal gut. Kirschen sammeln ist super. So, erstmal dem anderen die Kirschen geklaut. Ich soll mir hier nochmal ein paar Kirschen kommen. Jetzt ist die Frage, wo können wir denn zum Beispiel was verkaufen? Beziehungsweise wir fangen einfach vielleicht mal an. Oh, Äste. Wir fangen vielleicht einfach erstmal an. Oh, Kirschen. Vielleicht können wir ja schon mal irgendwas verticken. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen Kohle. Ein bisschen was gesammelt. Beziehungsweise wir sagen erstmal den Bewohnern der Insel Hallo. Es gibt ja auch Kirschen, cool. Das gibt ja auch Punkte, ne? Bam, 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 bam. Hallo! Echt sauber, dass du mir letztens verbal unter die Arme gegriffen hast, Alter. Mein Zelt steht. Tripp, tripp. Aber weißt du, Topik? Mit all den Nasen, die hier rumlaufen, wa? Ist die Insel alles andere als einsam. Das macht mich echt froh, ne? Och, Gänseblümchen. Dich nehme ich nach außen vor. Was, dich nehme ich, da außen vor? Du bist doch der Coolste, wa? Und jetzt lass mal, ne, gehörig rocken, Alter. Ich hab's. Ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf drüber, wie ich dir mal was Gutes tun kann. Endlich kam mir der Geistesblitz. Eine knallharte Anleitung für einen dünnen Blätter... Was? Blättchenschirm. Ha! Ist für dich, wa? Was sticht einem hier auf der Insel als erstes ins Auge? Ganz klar, das Unkraut, das hier so wuchert. Der Anblick allein war die Inspiration für dieses knallharte Bastelprojekt. Musst dich nicht bedanken, Dicker. Wenn du dich doch nicht ans Basteln getraut hast, hau mal Tom Nook an. Der alte Nacken organisiert kostenlose Schnupperkurse im Service Center, wa? Konnt's auch erst nicht glauben. Okay, wo ist der andere? Ah, hier. Der hat eine Angel. Zur Hantel. Es wird einfach kein Fisch anbeißen. Bro, gib mal deine Angel. Diese Angsthasenfische wollen sich wohl vor einem Kräftemessen mit mir drücken. Gozaimas. Okay. Kostenlos am Arsch. Ja, das glaube ich auch. Warte mal, oder können wir das Ding hier lesen? Oh, schwarzes Brett. Auf diesem schwarzen Brett werden wir wichtige Hinweise und nützliche Informationen für alle veröffentlichen. Ja, ja. Bewohner der Insel und Besucher sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen, um miteinander zu kommunizieren, besondere Ereignisse zu feiern und so weiter. Na gut. Ist das so? Okay, wo ist denn dieser Tom Nook? Hat er hier sein eigenes Zelt? Können wir da... Oh, wir können da rein. Du hast gerade Meilen verdient. Oh, nice. Weil wir mit den Leuten gequatscht haben wahrscheinlich, ne? Moin. Tobik, willkommen, willkommen. Na, das ist doch ganz kuschelig hier, nicht wahr? Nicht komfortabel, aber schon kuschelig. Ja, ja. Lass es mich wissen, wenn du einen Rat zum Inselleben oder irgendetwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf der Insel so alles benötigst, solltest du mit Nepp reden. Mach 2,50. Er kann dir dabei helfen, an die nötige Grundausstattung zu kommen. Natürlich nicht umsonst. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Ankaufspolitik. Soll heißen, er kauft fast alles. Gegen Gebühr. Nicht unbedingt die gewiefteste Businessmethode, aber definitiv großzügig. Ja, ja. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Basteln an. Kostet doch was. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Nicht umsonst. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Hm? Gegen eine Gebühr. Also guck ich in die Kiste hier rein. Okay, doch nicht. Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich musste doch erklären, wofür die Kiste da gut ist. Das ist die Krimskrams-Kiste und sie steht jedem Einwohner zur Verfügung. Die Leute legen hier Sachen hinein, die sie nicht mehr brauchen. Die ich dann verkaufe für sehr viel Geld.
Dort landen auch Items, die bei Bauarbeiten aus dem Weg geräumt werden müssen. Wenn dir etwas aus der Kiste gefällt, nimm es ruhig mit. Aber leg was in die Kaffeekasse. Wenn die Kiste voll ist, wird das älteste Item darin entsorgt. Also warte nicht zu lange. Okay. Was haben wir denn da? Was möchtest du mitnehmen? Was ist das? Ast. Moin! Hallo, hallo! Du bist ja wirklich einer von der ganz schnellen Truppe, jawohl. Hier laufen zwar noch die Vorbereitungen, aber eine Handvoll Kleinigkeiten bieten wir schon an. Da wir ja kaum Lagerplatz haben und so, gibt es eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Du hast bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal, was es für dich gibt. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ja, sag ich mal. Ghost Dog, dankeschön für deinen neuen Prime Sub. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Alter. Boah, ist das teuer. Aber hier kann man doch auch Sachen verkaufen, oder? Ach, natürlich. 400. 400. Medizin. Klar. 640 für so einen Setzling. Ist schon klar. Aber wir können, konnten wir nicht auch was verkaufen bei dem? Konnte man hier nicht was verkaufen bei dem Typen? Haben die nicht gesagt, man kann hier was verkaufen bei dem Typen? Eine Kirsche, 400 Euro. Läuft. Nochmal ansprechen. Alles klar, soweit. Wir verkaufen hier nicht nur, wir kaufen auch Sachen. Ah, okay, okay, okay. Was soll es für alle ist? Ja, darum zahlen wir auch ein paar Sternis für Unkraut oder Abfälle, die du in der Gegend so aufsammelst. Wenn du nicht sicher bist, ob du etwas Bestimmtes ankaufen, fragen kostet nichts. Moin. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich will was verkaufen. Ah, alles klar. Trash19, Dankeschön für 31 Monate. Vielen, vielen Dank. Danke für deinen Resub. So. Ich verkaufe... Ich will die aber nicht alle verkaufen. Kirschen. Dafür könnten wir die Hut... Was? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, er nimmt 400 für eine Kirsche und gibt uns nur 1000 für 10. Also ist schon eine kleine Zocke, aber gut. Machen wir. Arschloch. Firma dankt. Wir hoffen, du beehrst uns recht bald wieder. Oh, bevor ich es vergesse, du hast ja gerade etwas Obst verkauft. Wenn du Lebensmittel verzehrst, kannst du unerwartete Kräfte in dir erwecken. Wusstest du das schon? Du könntest zum Beispiel Felsen zerschmettern oder mit dem richtigen Werkzeug ganze Bäume ausgraben. Wow. Wir kaufen Essbares natürlich immer gerne an, aber probier es ab und zu und auch ruhig selbst. Okay. Haben wir noch was, was wir verkaufen könnten? Wir könnten Unkraut verkaufen. Davon haben wir auch was. Guck mal. Nuk, nuk. Nuk, nuk. Was hast du anzubieten? Unkraut, guck mal. Alter, für ein bisschen Unkraut 80 Ste... Wow. Das sind 10 Sternis pro ein Unkraut. Das ist nice. Wow. Wie kann ich dir behilflich sein? Ja. Du kannst auch mehrere Sachen auf einmal verkaufen. Ah, okay. Wenn du Obst gegessen hast und dich auf ein Klo setzt, kannst du kacken gehen. Echt jetzt? Wie nice ist das denn? Voll gut. Oh, aber ich hab auf Kaufen gedrückt, ne? Oder? Ja. Ich glaube, ich habe auf Kaufen gedrückt. Nee, ich hab doch auch verkauft. Hä? Warum habe ich wieder 10 Kirschen? Hatte ich zweimal 10 Kirschen gehabt? Du hattest 20. Oh, echt? Ja, krass, weg damit. So, insgesamt bekämst du 1975 dafür. Das heißt 975 für eine Riesenmuschel. Wow. Das ist nice. So, pass auf, jetzt können wir uns nämlich... jetzt haben wir 3000. Das ist natürlich nice.
Wie kann ich behilflich sein? Pass auf, ich möchte was kaufen. Das sind unsere aktuellen Angebote. Ja, nein, das möchte ich nicht haben. Ich hätte gerne so einen Kescher. 400 Sternis, ja, gib her. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ja, gerne doch. Hey, kein Ding. Und ich hätte gerne eine Angel. Oder wollen wir... Gäbe es uns noch was, was wir dir andrehen könnten? Einpflanzen? Echt? Ich dachte, wir sammeln jetzt erstmal Sachen und gehen angeln. Die Gießkanne, damit kannst du Blumen gießen. Mach lieber den Bastelkurs. Okay, stimmt. Ja, stimmt. Wir können ja auch einen Bastelkurs machen. Vielen Dank, fandest du das so? Ja. Wir können auch den Bastelkurs machen. Stimmt, wir quatschen nochmal mit ihm hier. Milchmolch, Dankeschön für 7 Monate. Und Blue Guild Hunter, Dankeschön für 5 Monate. Vielen Dank an euch. Vielen Dank. Was darf sein? Was liegt an? Sag ich bin ganz Ohr. Was soll ich tun? Der Bastelkurs. Hör mal. Die Einführung ins Basteln. Let's go. Jeder Teilnehmer darf selbst hergestellte Werkzeuge behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel. Hm? Soll ich dich für den nächsten freien Kurs anmelden? Aber mit Vergnügen. Können wir gleich loslegen? Ja, let's go. Ich bin bereit. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Okay. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank. Und diesen Bastelkleber. Heute bauen wir mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Oh, puh, Gott sei Dank kein Kescher. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste. Sie wird aber etwas filigran sein. Finde die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir. Ich hab die Äste, Bruder. Du hast das nötige Material gefunden, hm? Naturtalent. Da bauen wir uns eine Angel. Ja. Wähle zum Anfangen ein Projekt an der Werkbank aus. Versuch's mal. Okay. I'll do my very best. Angel. Wir brauchen 5. Haben 6. Let's go. Easy. Easy peasy, die Wackelangel. Juhu. Perfekt. Ja, nice. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war's auch schon für die Einführung ins Basteln. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos natürlich. Kostenlos auf dieser Insel. Ich bin begeistert. Kommt wahrscheinlich gleich auf Nook-Telefon-Rechnung. Ich schicke sie dir einfach auf dein Nook-Phone. Kannst du es bitte kurz wahrscheinlich kostenlos. Wahrscheinlich kostenlos. Ruvania24, Dankeschön für 3 Monate. Danke, Liebe geht raus an dich. Wahrscheinlich kostenlos. Ausgezeichnet, die App-Bastelanleitung ist nun auf deinem Nook-Phone installiert. Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Oh, du bist so... Oh. Die sollte dir eine gute Dienste leisten. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Okay, 3-mal angeln, ist sie kaputt. Das ist so kostenlos wie Twitch Prime, oder? Ja klar, Twitch Prime ist kostenlos, ne? Wollte ich nur noch mal daran erinnern. Wo wir von Angeln sprechen, ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner ersten Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine vor den Schatten eines Fisches zielen. Ja. Wenn du etwas fängst, würde ich es gern sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Natürlich, der möchte es direkt für sich beanspruchen. Oder wir müssen Strafe zahlen, weil wir in seinem Gebiet geangelt haben. Pass mal auf, irgendwas kommt da. Als ob der sich für die Fauna interessiert, also bitte. Das geht ihm doch am Arsch vorbei. Kyukan-chan, danke schön für 2 Monate. Vielen Dank. Liebe geht raus an dich. So, pass auf. So, die Anleitung, können wir die jetzt eigentlich lernen? Hm? Ich weiß jetzt, wie man eine Behelfswerkbank baut. So, was ist das? Plättchenschirm. Hm? Ich weiß jetzt, wie man einen Plättchenschirm baut. Oder herstellt. Der schickt dir noch eine Rechnung fürs Rechnungsschreiben, auf jeden Fall.
Bürokratie, das kann man doch von der Steuer absetzen. Das weiß der bestimmt. So, Bastelanleitungen. Was haben wir denn da Schönes? Diese App hilft dir dabei, deine Bastelanleitungen zu verwalten. Häufige bastelte Dinge kannst du als Favoriten markieren, so wird das Basteln sehr viel komfortabler. Okay, wir haben eine Angel, wir haben den Plättchenschirm, wir haben eine Behilfswerkbank, wir haben ein Lagerfeuer und den Wackelkescher. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen mal angeln. Junge, mach dich mal weg da. Das ist bestimmt ein guter Angelspot, wa? Safe call. Ich klaue ihm jetzt seine Fische. Und zwar, indem ich oben, hier, flussaufwärts einfach angel. Dann kriegt er da unten nämlich nichts mehr ab. Ausrüsten. Ach so. Das sind aber nicht viele Fische hier, wa? Muss eine Stelle suchen, wo der Schattern des Fisches. Hier ist aber ja, hier ist ja fast gar nichts. Ist das Wasser tot oder was? Oh, da vorne ist einer, aber da kommen wir nicht hin. Scheiße. Da ist ein Fisch, da ist ein Fisch, da ist ein Fisch. Komm zurück. Ich hab einen Schnatz an meiner Angel. Komm mal ran. Ja, 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 komm ran. Arschlochfisch. Guck mal. Haken die sich dann irgendwann fest oder muss ich im richtigen Moment A drücken? Also im richtigen Moment rausziehen. Also, ihr wisst, was ich meine. Die Angel natürlich. Oh, warte mal, Kirschen. Moment. Wo kann man ein paar Kirschen sammeln hier? Hab keine mehr. Ah, okay, die haken sich fest, alles klar. Hä? Nee, ich... Schön mit Ö, Trip, Trip. Ja, ja, ja. Ich wollte eigentlich an den Baum hier und Kirschen sammeln und nicht mit dir quatschen. Ich habe auch wichtige Dinge zu tun. Oh, was ist das denn? Oh, eine Koralle. Finde ich ja voll Korall. Oh, guck mal da. Ein Fisch. Guck mal. Hallo. Hallo, guck mal, Angel. Ist der Fisch voll, ist der schwer vom Begriff oder was? Guck mal. Junge! Kirit! Kurz dir! Ich dachte, das wäre unter Wasser gewesen. Ich dachte, ich kann es rausziehen. Zu spät. Okay, das war zu spät. Okay, krass. Okay, 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 okay. Ja, das ist... Gehst du mal bitte, du verjagst meine Fische. So, jetzt nochmal. Nein. Nein. Jetzt. Muss ich irgendwas drücken? Ah, ja! Geil! Ein Kaiserschnapper. Gut, dass ich kein Kaiser bin. Okay, krass. Ein Kaiserschnapper. Ist das gut? 3000, was? 3000 ist das Ding wert? Heilige Maria. Ich will noch einen Kaiserschnapper. Schnippidi, schnappidi, ohne Muschel. Nice. Okay, das ist ein bisschen kleiner jetzt, aber den nehmen wir auch. Guck mal.